Hallo meine lieben Honigmäulchen. Genau. Nee, wir haben das Ganze als Spartaner beendet, also fangen wir es auch wieder als Spartaner an. Oh Gott, wenn du jetzt so rumschreist, dann werden alle gehen. Nee, ich mach's diesmal ein bisschen ruhiger. Ruhiger als Honigmäulchen? Ja, ruhiger als Honigmäulchen. Okay, warte. Ja. Hast du schon, überhaupt schon angefangen? Mhm. Okay, gut. So, grüß euch wieder zurück, Spartaner. Wir sind hier in Sparta und berichten live vom Let's Play Rome Total War 2 Against mit dem lieben Tobi. Ja, hi. Als, was bist du nochmal, Seleukide. Mhm. Und mir als Spartaner. Ach so, okay. Ja, genau. Ich weiß, das war noch nicht ganz rauszusehen. Aber jetzt wisst ihr es, weil ich habe es euch gesagt. Nice. Genau. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt einfach mal weiter. Wir sind letztes Mal so verblieben, ja, das dass wir bei mir aufhören und ihr um 6 Uhr wieder einschaltet, um rechtzeitig zum Dienst anzutreten. Mhm. Ja, das war nämlich vor kein 2 Minuten. Also bei uns. Soll ich die Folge dann um 6 Uhr in der Früh nicht an? Um 6 Uhr in der Früh hochladen, fände ich irgendwie schon witzig. Wäre schon irgendwie lustig, das stimmt. Wäre schon irgendwie lustig. Kann man ja vor allem automatisch machen lassen. Du musst es ja nicht mal aktiv selber machen, oder? Nee. Also ich plane die alle. Ja, eben, sage ich ja. Also okay. Um 6 Uhr in der Früh, bitte. Okay, alles klar. Dann guten Morgen. Ja, genau, ja. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet alle die Glocke aktiviert. Jetzt mach schon weiter, du. Ja, genau. Und ich habe eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ich schaue noch mal kurz durch, ob ich mich auch nicht täusche, weil das wäre ja ein bisschen ungünstig. Ja, genau. Nee, meine Provinzen schauen jetzt soweit mal wieder ganz in Ordnung aus. Deswegen machen wir an der Stelle einfach mal schön weiter. Sehr schön. Ah, oh, ja, herrlich. Ja, schon, nicht wahr? Mhm. Mann, wie du meinen Arsch getreten hast die letzte Runde. Oh Mann. So, das war schon witzig. Das ist halt nämlich auch eine gute Taktik, einfach ja, mit den Feinden ja, meine Armeen aufreiben, also. Für mich ist es gut, ja, weil dann, ich hab dich damit halt so extrem ausgebremst. Und jetzt wirst du es auch wieder tun. Ist die, oh ja, das sieht tatsächlich so aus. Und du willst das spielen? Ja. Du willst 1500 gegen 660 Mann spielen? Ja. Ich hoffe auf eine gute, in Gasse, wo ich mich aufstellen kann. Soll ich dir was sagen? Es sieht sehr freiwillig aus. Ja. Mir ist es scheißegal, ob diese Soldaten draufgehen. Ich setz alles auf dich drauf. Das sind nicht meine Spartaner. Ja, ich weiß. Oh, es sieht sogar ganz, ganz lieblich aus. Lieblich. Nee, es ist viel Wir zu. Wir haben Gold und Silber im Überfluss und dies erleichtert den Gang des Krieges wie den viele anderer Dinge. Was? Das war gerade so ein Zitat von irgend so einem Honk aus dem keine Ahnung wievielten Jahrhundert vor oder nach Christus, habe ich nicht mehr gelesen. Ah. Irgendein Honk. Ja! Oha! Okay, also Leute, verzeiht mir meine Unfähigkeit mit Kavallerie. Und mit Kamelen. Ist Kavallerie. Ich kann den Kamel in den Kopf schauen und da ist eine Zunge. Ach nee, aber das ist. Ich habe gerade die Augen. Warte mal. Du kannst dem Kamel in den Kopf schauen. Ja. Da ist eine Zunge und du bist verwundert. Nein. Die Leute, wir... Machst du es auch gerade? Ja, sieht das geil aus.
schön. So, meine schönen. Meine hübschen Kamelchen. Das klingt wieder. Satz ab, Alter. Oh Gott. Das klingt auf jeden Fall wieder sehr spartanisch. Ja, hallo? Ja, Entschuldigung. Also übrigens, wenn du den Hexenkönig von Angmar auf deiner Seite hast, ist scheißegal, weil meine Anwesenheit eine hässliche Frau. Was? Also ich meine, gut, es ist nicht die hässlichste, die es in diesem Spiel gibt, aber weil jetzt ohne Scheiß, die sehen manchmal echt ziemlich Aber hey, du hast eine Königin, also. Ja, ja. Okay. Folgender Plan. Töten. Ja, der Plan gefällt mir nicht. Nee, nee. Nö, der gefällt mir nicht. Nö. Deswegen ist ja auch mein Plan. Achso, ja, okay. Warte mal. Ich werde mich wirklich einfach so in eine Gasse stellen. Und du das kommen. Okay. Das macht Sinn. Ich bin Araber? Ja. So. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viel meine Pikniere aushalten. Wir erwarten eure Befehle. Ey, komm doch nicht von mehreren Seiten. Tu ich gar nicht. Pff. Ach komm. Wieso kannst du das sehen? Weil ich einen Hack angemacht habe. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Achso, ich habe gar nicht gefragt, du bist aber bereit, oder? Ja. Ja, gleich. Ich habe ja keine wirkliche Armee, ne? Okay. Siehst du das, was ich male? Nein. Achso, ja, okay. Wir sind ja nicht befreundet. Nee. Wir sind Todfeinde. Kommst du? Ja. Ah, mit denen, okay. Zuerst scouten hier. Was ist los mit dir? Dir ist es doch egal, was mit den Leuten passiert. Ja, ist es auch. Das bedeutet aber nicht, dass es mir egal ist, was mit deinen Leuten passiert. Oh, du kümmerst dich um sie. Oh, das ist nett. Ja, so kann man das natürlich auch beschreiben. Ich kümmere mich um sie. Ja. Also, ich kann dir verraten, dass ich nicht bei dem Marktplatz bin, sondern ein bisschen dahinter. Ich kann dir verraten, dass ich dich gleich finden werde. Ja, das wird wohl so sein. Und dann bitte volle Kanne mit der Kavallerie in meine Phalanx. Okay. Warte, ich stelle sie kurz hier auf. Mhm. Ich mach mal kurz Cinematic. Oh, das wird lustig. Uiuiui. Ja, das sieht schon cool aus, mit den, wie die Steine dann auch drüber fliegen. Hä? Was war das denn? Brandpfeile? Vier deiner Kamele sind umgefallen. Fünf. Sechs? Krass. Ja. Die fallen, wie die fliegen. Sagst du Bescheid, wenn du drauf preschst? Ja, mach ich. Okay, weil dann will ich nochmal
schön ich will zuschauen. Ich will nur eben die Kamele bisschen dezimieren, weißt schon, ne? Okay. Die trauen sich nicht. Ja, die sind auf Plänkeln eingestellt. Ach so. Kommst du jetzt? Ja. Okay, du. Boah, wie das aussieht! Alter! Und es ist halt echt gefühlt nichts durchgekommen. Alter. Okay, dann lasse ich dich lieber mit meinen Speerkämpfern. Lass ich dich lieber mit meinen Speerkämpfern spielen. Wieso? Verstehe ich nicht. Musst du auch nicht? Doch, ich habe 4 von 9 Leuten umgeholzt. Wie das halt einfach aussieht. Das ist der Nachteil an Speerkämpfern, ne? Oder nicht Speerkämpfern, sondern Peltasten. Die haben halt richtig gute Rüstungsdurchdringung. So, alle Mann rauf da. Ja, mein General ist tot, mir doch wurscht. Das ist doch mal cool. Hey, ich wollte gerade Sneaky Peaky machen mit meinem Mob. Ja, Sneaky Peaky solltest du vielleicht nochmal üben. lol, was macht ihr denn da vorne, Alter? Was seid ihr denn für Wahnsinnige? Ich hab gesagt, ihr sollt schießen. Die wollten mir eine Chance geben. Kann ich voll verstehen. Idioten, Alter. Also, nur mal so als Frage, dir ist bewusst, dass da eine Lücke in deiner Phalanx hinten ist? Wo? Ach, nee, so wichtig ist auch nicht. Also meinst du, die mir den Rücken frei halten? Nein, passt schon. Ja, ist mir bewusst, aber die können nicht so breit aufgestellt werden. Vielleicht doch, aber mal schauen. Ja, ihr verdunkelt den Himmel. Davon sehe ich bis jetzt herzlich wenig. ich muss gewinnen, ne? Jetzt mal halblang. Sehe ich im Ernst so aus, als würde ich dich gewinnen lassen? Nein.
Reiter, doppelte Geschwindigkeit, Alter. Ich schwör. Bruder, ich schwöre dir, ich gebe doppelte Geschwindigkeit. Nee, nee, das überzeugt mich nicht. Nee, nee. doch. Jetzt hör mal auf da. Nee, boah. Von wegen Rückzug. Also du willst jetzt echt gewinnen hier. Boah. Ja, das will ich. Du Arsch. Oh Mann. So, alles was da ist, rauf. Nee, fortfahren. Ich will die alle wegmachen. Willst du mich verarschen? Rauf da! Die sind sowieso weg. Nee, sie sind noch nicht alle tot. Nee, das... Schau, da sind noch welche. Ja, das ist aber die Garnison. Jetzt komm mal. Ist mich... Okay, meinetwegen. Oh, jetzt sind echt alle weg. Alter, die eine Pferdeeinheit, 188 Kills, Mann. Ja. Geil. Das war die gecharged hat dann am Schluss. Ja, die auf die Bogenschützen am Ende gegangen genau. ist. Vielleicht sollten die Hänsel von drüben mal zu dir rüberkommen. Die Hänsel von drüben. Ja, genau. Oh Mann. Ja, okay, aber das habe ich ja gleich wieder. Hoffe ich. Oh Mann. An sich wäre es klüger gewesen, wenn ich, also ich habe ja die einzige Stadt von denen erobert. Und dann konnte ich denen natürlich gleich ein Klientel oder Satrapie bei mir auf den Hals drücken. Aber ich wollte die Stadt haben. Ja, jetzt haben sie eine andere Stadt dafür. Alter, bei mir die Ladezeiten sind so ewig. Ich habe zu viel Zeug auf meinem Rechner. Ja, wie gesagt, externe. Die sind nicht ganz so teuer. Ja. Und ja. Ja, ich brauche sowieso mal eine größere externe. Was ich halt auch geil fände, wäre einfach ein Adapter oder keine Ahnung was für mein Motherboard. Wie meinst du? Naja, weil ich habe an meinem Motherboard keinen freien Stöpsel mehr für Festplatten und so. Also kein USB-Stick an Anschluss. Nein, 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 ich meine innen. Ach so. Ah ja. Ja, dann okay. So, und weil sonst, ich habe an meinem alten Rechner habe ich noch eine 1 Terabyte Festplatte für innen drin, weißt du? Mhm. So, dann hätte ich halt die einfach drin angestöpselt, würde dann zweite Gaming-Festplatte draus machen quasi. Und dann wäre das Problem nicht mehr da so. Mhm. Aber wie gesagt, dafür müsste ich halt entweder mein
CD, DVD, Laufwerk abstecken. Mhm. Was auch nicht ganz optimal ist. Oder keine Ahnung. Weil ich meine, was mache ich dann? Die einzige sinnvolle Lösung in dem Fall wäre eigentlich ein externes DVD-Laufwerk. Dass ich halt weiß, dass ich die Festplatte intern anstöpsel und das DVD-Laufwerk extern mache. Mhm. Oder so. Das könnte noch funktionieren. Ja, das könnte noch. Ja. Dann mache ich, glaube ich, das. Muss ich dann aber nicht den kompletten Ding neu partitionieren, weil das wäre ein bisschen anstrengend, oder? Den ganzen Rechner? Nee. Muss nur die eine Festplatte partitionieren, weil da ist noch das Betriebssystem drauf, logischerweise. Mhm. Nee, du musst da eigentlich gar nichts dran machen. Mhm. Ja, doch, ich muss sie schon löschen, weil, Ja, aber, ja, das ist klar. Genau, Ich muss sie nicht irgendwie aufsplitten oder sowas, aber... So, ich weiß, was ich das nächste Mal mache, wenn ich im Pep bin. Aber da sind die immer ein bisschen teurer. Ja. Oder ich mache diesen Assi-Move, ich schau bei Saturn, was gibt's Gutes, bestell's dann auf Amazon, weil es günstiger ist. Aber das ist so ein richtiger Arschloch, den mache ich eigentlich... Nee, den mache ich nicht nur eigentlich nicht, sondern den mache ich nicht. Ja. Wäre auch, ja, wäre auch ein bisschen krass. Das wäre so der richtige Arschloch-Move. So. So, also an alle, die gerade zuschauen und das machen, ihr seid alle Arschlöcher, aber ihr spart dabei Geld. Das ist eine gute Entschuldigung. Okay. No offense, by the way. Nee. Ihr seid alles Arschlöcher, mein Mann. Gut, wir... Warte. Ich hab noch eine... Hey, wait, what? Was denn? Ich glaube, hier ist wirklich ein Spion bei mir. Weil meine Spionin ist weg. Oh, wurde sie gekickt? Scheint so. Ha. Huh. Toll, jetzt soll ich mir eine neue Spionin holen, oder was? Sparta macht aktuell einfach mehr Geld als Athen. Wie geht das? Das geht doch nicht. Hä? Aber mir wird nicht angezeigt, dass sie tot ist. Wenn mein Agent getötet wird, wird mir das doch eigentlich angezeigt, dachte ich. Ja, also getötet oder verwundet, ja. Ist aber nicht so, mir wurde gerade nichts gesagt, sie ist einfach weg. Wahrscheinlich war der Gegner so gut beim Töten. Dass die Nachricht noch nicht angekommen ist, das glaube ich eher weniger. Nein, dass es einfach nicht bemerkt wurde. So meinst du das. So, was bist du? Kultureller Einfluss, Wohlstand, Kultur, öffentliche Ordnung, finde ich gut. Wohlstand, Landwirtschaft, Wachstum pro Runde, Erlass zur Stimulation von Handel. Was? Doch, Stimulation von Handel. Plus 1 Nahrung durch Handel, lokale Provinz. Ausführungskosten alle Aktionen, Chance feindliche Agenten auszuweichen, Rekrutierungskosten für Landeinheiten. Das klingt eigentlich ganz gut, oder? Landeinheiten ausweichen? Mhm. Oder feindlichen Agenten ausweichen? Ja, vor allen Dingen feindlichen Agenten. Das ist das. Ja, also ich meine, die öffentliche Ordnung ist auch nicht verkehrt, sage ich mal. So, die Frage ist, was mache ich jetzt? Was kann sie bei Autorität alles Tolles lernen? Könnt kein ganzes Imperium alleine behalten.
Autorität, Aufstellung, Rekrutierungskosten, Agenten in lokaler Provinz. Für deine Spionin jetzt. Mach zuerst bestehlen und dann mach kritischer Erfolg gegen feindliche Agenten und dann heißt mach. Heißt es eigentlich Dieb? Ja. Nicht bestehlen? Genau, ja. Das ist schaltete Stehen frei. Und dann kannst du ihn in die feindliche Provinz stellen und dann aktivieren. Und dann ja, steht da Brot und gibt's dir. Cool. Kann ich das auch in der Nähe von feindlichen Städten machen? Er macht bei den Städten? Ja, genau, genau. Okay. Das ist cool. Also nicht bei dir aktivieren, ne? Nee, aber ich meine, kann ich das auch in einer eigenen Provinz, in einer Provinz machen, wo ich auch drin bin? Also zum Beispiel, dass ich halt das in Makedonien mache, weil da habe ich ja Larisa, aber Apollonia und Pella sind ja... Ja. Also das ist nicht die ganze Provinz, sondern es ist die Stadt und Umgebung. Oder beziehungsweise, okay. Ja, die feindliche Stadt dann. Das bedeutet aber, wie gesagt, dass ich die... Die stellst du dann an die Grenze oder halt neben Pella, ist egal wo. Und ich hab Handel mit Makedonien, lul. Ja, dann Apollonia. Ja, ich wollte jetzt sowieso Ding machen. Ja, ich suche mir jetzt gerade eigentlich nur wieder Handelspartner, einfach nur damit ich halt Geld krieg von denen. Mhm. Ich meine, im Endeffekt mache ich sowieso alle fertig, also ist eigentlich all. Große Worte. Für so ein kleinen Fleckenland. Die Illyrische Konföderation werde ich nicht kaputt machen. Oder nicht zum Handel auffordern, weil zu denen muss ich nämlich direkt, nachdem ich Epirus habe. Epirus, sage ich schon. Syrakus, Apollonia und Epidamnos. Ja. So. Nachdem ich ja jetzt aber Frieden mit Pella habe, kann ich wirklich rüber nach Ding? Oder ist es hier schwierig? Gibt es da Schwierigkeiten mit. Nö? Gibt's nicht? Das Ding ist, ich darf eigentlich nicht in das Gebiet von denen rein. Eigentlich. Egal. Kein Gedanke rein. Okay. Ja, ist okay. Ich weiß schon, dass ich da drin stehe. Kann ich noch plündern? Nö, plündern geht auch nur mit 50%. Genau. So. Dann, ich muss mal gucken, wie lange dauert es jetzt noch, bis hier die... Okay, bis auf den Tempel dauert beim Bauen alles 2 Runden. Okay, dann mache ich mal kurz weiter. Ich warte noch kurz, bis Ding fertig ist. Ah nee, warte, wir sind gleich... Ja, genau, wenn ich wieder dran bin, ist... machen wir groß, Ende. Genau. Alter, Karthago ist... in libyschen Händen. Lul. Okay. Alter. Ja, also bei mir Makedonien möchte jetzt noch einen draufsetzen, einen Nicht-Angriffspakt, aber den werde ich ablehnen, ja. Auch wenn sie mir 620 Gold dafür geben. Ja, das ist nix. Ja, er fragt sich, welche bösen Geister mich zu dieser Entscheidung verleitet haben. Ich weiß nicht genau. Ich weiß auch nicht, möglicherweise expansionistische Gedanken oder so. Maybe. Nein. Uh-oh. Was denn? Meine Armee ist in Hinterhalt gekommen. Und da kann ich keinen Rückzug machen. Ja, bye.
spielen wir noch eins, ne? Jo, dann wird die letzte Folge ein bisschen länger. Jo. Aber so. Ich glaube, da habe ich trotzdem Chancen. Ja, weil du hast fette Elefanten. Ja. Aber du hast halt viele Fernkämpfer, das ist... Und viele Kavallerie. Dass ich die doch einsetzen kann, habe ich ja gerade gezeigt, ne? Nein, hast du nicht. Nein, habe ich nicht. Du hast nur gezeigt, dass ich weniger Einheiten hatte. Dass du mit wenigen Truppen nicht gegen mich ankommst, wenn ich viele Truppen habe. Genau. Ja, jetzt können wir ja mal zeigen, wie ein Hinterhalt aus den Augen der Hinterhaltierten ist. Was? Bitte was? Ja. Kannst du bitte weniger Scheiße lachen? Das kommt ausgerechnet von mir. Hä, lol, ein Hinterhalt in der Wüste ist ja absolut kaum ein Hinterhalt. Alter, krass, geil. Du siehst es doch. Nein. Ich habe, alles ist schwarz. Ach, alles um dich rum, alles außer dieser Streifen in der Mitte ist schwarz. Nein, komplett alles. Ich kann nichts sehen. Geil. Also okay. ich kann die Minimap sehen, also ich kann sehen, wo meine Einheiten sind. Aber so das Spielfeld ist komplett alles schwarz. Ist das witzig? Ist das Absicht? Ja, natürlich. Weil das ist ja ein Hinterhalt und ich sehe dich nicht. Ist das cool? Also das wusste ich auch noch nicht. So. Okay, lass mal gucken. Du siehst meine Einheiten, ne? Ja, aber ich sehe nicht, wie du sie veränderst. Ich am Anfang stehen. Ja, ich kann sie ja nicht verändern. Ach, ah ja, stimmt. Genau. Ist ja ein Hinterhalt. Genau, du fängst quasi an und dann muss ich halt schauen, wie ich damit zurechtkomme. Ist schon cool. Also taugt mir gerade voll. Das bringt eigentlich auch jetzt nichts, die... Naja. Jetzt sei nicht so still, ich will wissen, was du tust. ich stelle gerade meine Armee auf. In der Hoffnung, dass dir dann möglichst wenig Chancen bleiben, weil ich ein ganz schlechter Freund bin. Ich sehe schon. Naja. Und ich möchte, dass du zumindest hohe Verluste hast. Natürlich ganz uneigennützig für Sparta. Ja, bis ich bei dir bin, ja. So, okay, von mir aus kann's losgehen. Sobald du sagst, es geht los, geht's los. Also ich kann nichts machen. Ach so. Ja, ich sehe noch nichts, weil es noch Kamera ist. Ah, jetzt halt sehe ich. Alter, du kreist mich schon an. Ja. Was hast du denn gedacht, dass ich jetzt 10 Jahre warte, oder was? Was meinst du?
Hast du gedacht, dass ich jetzt Ewigkeiten lang warte mit dem Angreifen? Oder wie? Nee, aber ich war ein bisschen überrascht, weil bei mir war halt noch die Kameraführung für beim Elefanten, also beim General. Und deswegen war ich überrascht, du schießt halt schon und ich kann nichts machen. Aber es war super interessant. Ah, fuck, die routen jetzt alle. Oh, ich kann die nicht mehr lenken. Ach komm, jetzt lasst euch lenken. Oh, ja, Brandpfeile, bitte, come on. Boah, du. Du Fiesling. Ich glaube, ich kann es trotzdem schaffen. Ja, kannst du auch, weil ich habe jetzt schon fast keine Einheiten mehr. Ich will nur, dass deine Elefanten ausrasten. Ja, tun sie ja. Lass meinen General in Ruhe. Nein! Alles rauf da! Ja, seid zielsicher! Tötet ihn! Lebt dein General überhaupt noch? Ja. Ah ja, stimmt, ich sehe ihn. Tötet es, bevor es Eier legt! Nein. Oh, drüber da mit den Pferden. Oder sind doch Pferde? Ja. Ja, sind Pferde. So. Seleukiden haben nur Pferde. Und Elefanten. Ja. Oh Gott. Aber das war mal echt interessant. Also hat mir richtig gefallen. Also, dass ich halt wirklich überhaupt nichts gesehen habe. Ja, ich habe mir gedacht so, hä? Hinterhalt in der Wüste, wie soll das funktionieren? Wenn ich jetzt meine Einheiten positioniere, da ist kein Wald, kaum was, was mir Deckung gibt, außer die paar Dünen da. So, du siehst doch alles. So, aber das hat irgendwie dann Sinn gemacht. Ja. Oder so hat Sinn gemacht, dass das funktioniert. Hey, da läuft hinten noch ein Elefant von mir. Doing, doing, doing. Okay, passt. Nee, da sind noch zwei. Warte. Knappe Niederlage? Was? Hä, wieso knapp? Ich hab dich voll zerlegt hier. Keine Ahnung. Funny, hab ich gerade aufgestellt 270, aufgestellt 1100. Ja. Funny, ja, ich hatte halt hauptsächlich Fernkämpfer und du hattest so ziemlich nur Kaff. Ja. Und meine Kaff war auch schon so gut wie tot. Mhm. Und es war vielleicht nicht meine beste Idee, alle meine Infanteristen auf deinen General zu hetzen. Ja, nee, du hättest da ausweichen müssen. Also nur mit Brandpfeilen sofort auf meinen General, dann hätte ich keine Chance gehabt. Ja, die eigentliche Idee war dich mit den zwei oder vier Nahkampftruppen von vorne mit den Infanteristen quasi auszubremsen, sodass dann alle deine Truppen irgendwie so ein bisschen da vorne zum Stehen kommen und dich dann mit der Kavallerie von hinten zu überrennen. Mhm. Aber das Timing hat nicht ganz gepasst, deswegen. Ja, und du, dein Problem war auch, dass du deine Einheiten oder deine Infanterie bei den Elefanten geploppt hast. Also, dass die ineinander gerannt sind und ich habe bei meinen Elefanten dann Trampeln angemacht. Und dann rauschen die nur durch. Ja, und dann zerlegt er alles, genau. Ja. Das ist. Genau. Ja. Aber hey. Wenigstens ist die Armee. Wenigstens hast du meine Armee jetzt nicht platt gemacht. Das ist schon mal gut. Jo. Aber mal wieder was gelernt. Also, so Hinterhalt gegen einen ist schon ganz cool. Mein Vorteil war vor allen Dingen auch, dass ich so wenig Einheiten hatte. Also, da war ich richtig schnell mit, wo muss ich hin? Und ich musste keine Einheiten schützen, wie zum Beispiel jetzt Fernkämpfer oder so.
Ja, genau, weil du hattest nur Kavallerie und hauptsächlich schwere Kavallerie. Ja. Genau. Gut, ein Elefanten habe ich verloren, aber das Verloren. ist in Lost Ordnung. Boy. Ja. Ist voll in Ordnung. Leck. So. Dann, sobald es bei Ich bitte euch dir ehrerbietig ist, darüber Persien. nachzudenken. Ja, Handelsabkommen passt. Die sind sowieso bei mir. Sind so. Warte, nee, der hat jetzt nicht meine Stadt eingenommen. Oh, gut. Noch nicht. Gut, So. dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, ne? Und ja. Freut mich, wenn ihr wieder einschaltet und so weiter. Super. Bis denn eine Antenne. Bis denn Antenne, die war damals noch gar nicht erfunden. Wir So ein sollten das. Scheißdreck. Ja, wir sollten das echt noch üben. Ja, wirklich. Okay. Also, auf jeden Fall, ja. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao.